very welcome to become a fairy. Awesome. See, now, anyone quite keen to become a fairy? Hier bricht der Sommer aus und der Santa kommt her. So witzig. Es kommt, als ob in Deutschland im Sommer dann der Weihnachtsmann einfach mal irgendwo auftritt. Jetzt wollen die alle in den Bunker. Wir haben uns gedacht, wir stellen uns einfach mal an, wenn so eine lange Schlange da hin. Kennt die Claudia schon aus dem Osten? Nee, wir haben gestern schon gesehen, dass es hier Eis gibt, italienisches. So, wir sind jetzt einfach ein bisschen über die Hügel hier rumgecruised, coole Blicke von oben auf Wellington gehabt, durch ein paar Suburbs gefahren, durch ein paar Vorstädte, Vororte. Ja, sehr vielfältig auf jeden Fall. Manche Sachen mitten im Busch drin irgendwo, die Vororte. Und dann hier wieder das Stadtzentrum mit den vielen Hochhäusern. Interessant. So, wir sind jetzt hier in Wellington am Te Papa, was übersetzt unser Platz bedeutet auf Maori. Und da gehen wir jetzt mal rein und schauen, was es so gibt. Sehr spannende Sachen wurden uns versprochen. So, das Te Papa ist kostenlos wieder mal in Wellington. Und ja, jetzt schauen wir uns mal an, was es hier so gibt. Wir haben schon eine Liste mit den Best-ofs bekommen. Mal gucken. Ein Stück Eisen aus dem Erdkern, sehr schwer, massiv. Wir haben den Kiwi gesehen, mehrere sogar. Ja, brauchen wir ja nicht mehr auf die Suche gehen. Da ist er. So ein Riesending da hinten. Das ist ein Moa. Gab es hier früher in Neuseeland. Größter Vogel der Welt gewesen. Zum Glück gibt es ihn nicht mehr, sonst kriegt man richtig Angst, wenn man in einem Wald begegnet. So, wir sind jetzt in dem Earthquake House, ein kleines nachgebautes Haus, in dem man ein Erdbeben nachempfinden kann. Ja, so haben wir das auch empfunden. Die richtigen Erdbeben in Crash. Ja, war schon ein starkes Erdbeben. Aber also, man weiß es halt, dass es nicht echt ist. Das waren die anderen beunruhigend. Ne? So, hier ist der größte gefundene Tintenfisch, glaube ich. Und ja, ist ein Vieh mit so einem komischen Zeug hier aufgehoben.
ist Claudis Erzfeind aus der Nacht. So schlimm sieht es ja gar nicht aus. Vor allem nicht so schwarz, wie ich die gesehen habe. Die Welt aus der Sicht eines Schafes. Das ist der sogenannte Kakapo. Das ist einer der dümmsten Vögel der Welt. Wer den Neon-Artikel gelesen hat in Deutschland, der weiß das. Die machen es sich ganz schön schwer mit den Paaren und so weiter. Und ja, hier wurden so verschiedene Dinge erfunden, um die zu überlisten, aber das funktioniert alles nicht richtig. Der wird wohl aussterben, weil er so doof ist. Wir sind jetzt mal nach ganz oben gegangen vom Te Papa und ja, ist cool. Ein paar Bilder gesehen und Fotografien, ganz tolle von einem Künstler. Und, ja, jetzt gehen wir mal noch durch das Maori, die Maori-Etage, Geschichte der Maori. Schauen wir mal. Im Kinderland. Was man hier alles machen kann. Auch sehr interessant, diese geschnitzten Figuren wechseln sich immer mit diesen Matten ab. In einem Parlament gibt es ja auch so einen Raum Maori-Kunst, und da hat uns die Frau erzählt, die Führerin, dass halt die geschnitzten Figuren immer von den Männern gemacht sind und die Matten von den Frauen. So, das war Wellington, Te Papa, tolles Museum, viele interessante Sachen. Ja, also meine Highlights waren auf jeden Fall der Parlamentbesuch. Ja, war sehr cool, mal sowas zu sehen. Vor allem, ich war in England noch nicht im Parlament und ja, das ist mal was ganz Neues. Und Te Papa natürlich auch super gewesen. Und die Stadt an sich ist auch totales Chaos, finde ich, von der Architektur her und so weiter, aber hat irgendwie ein positives Gefühl, so da durchzulaufen, und gestern war auch noch so eine Art Fest und es war wirklich schön. Also ja. Wellington ist eine schöne Stadt. Interessant, auch die Mischung zwischen alten Häusern und neuen Hochhäusern, die da direkt nebeneinander stehen, und ganz neuen Häusern, ganz neuen Hochhäusern. Tolle Bucht hier, an der Wellington liegt, tolle Straße, der, wie ist er, war so ein Parade, die man da entlang fährt am Meer. Ja. Und hier Weta, die neuseeländische Special Effects Firma für Herr der Ringe und so, war auch interessant dort. Also in Wellington kann man sich schon mal ein paar Tage aufhalten. Ich glaube aber, jetzt haben wir alles Wichtige gesehen und jetzt geht es dann weiter. Nach Norden. Nach Norden. Ciao. Ciao.